100 Kilo. Bis der Latt abreißt. Und dann war es so schlimm und wir hatten Samstag oder Sonntag. Ich so, ey, ich muss ins Krankenhaus gehen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Assalamu alaikum alaikum. Heute heißt es Guten Morgen. Günaydın. Günaydın. Jane. Genau. Herzlich willkommen. Mein Name ist William, falls ihr mich noch nicht kennt. Heute zu Gast auf Johnnys Kanal. Danke auf jeden Fall für die Einladung in Berlin. Ich freue mich selber sehr, sehr doll. Wir trainieren jetzt eine Runde. Was das Besondere daran ist, William ist verletzt. Bisschen ähnliche Situation wie bei mir damals. Ihr seht heute, wie er ein bisschen drumherum trainiert, sage ich mal. Versucht trotz Verletzung zu trainieren und wie er das Ganze handelt. Und wir machen ein cooles Rückentraining zusammen. Let's go. Ja, Johnny hat es ja gerade schon angekündigt. Ich habe mir Ende Oktober meine Schulter extrem verletzt. Ich habe mir da was abgerissen. Hat noch einen Flake, der musste entfernt werden und wurde am 11.11. operiert. Und so langsam seit ein, zwei Wochen beginnt mein Training. Brust kann ich nur Cablefly machen. Also wirklich, Brust ist Katastrophe. Da geht gar nichts außer die Cablefly-Übung. Rücken gehen alle Übungen, die ich zu mir ziehe, nicht von oben, sondern horizontal. Ja, horizontal. Deswegen fangen wir an mit Rudern im Sitzen mit dem Vorgriff. Ja, also die Übung ging bei mir zum Beispiel jetzt locker. Ich habe gar keine Schmerzen, null. Ah, 100 Kilo. Bis der Latt abreißt. Hattest du schon vorher ein paar Verletzungen gehabt? Oder ist das erste, ist mal tatsächlich meine allererste Verletzung, ja. Wie war dieses erste Gefühl? Guck mal, ich hab, wenn du weißt, wie das passiert ist, seitdem am Kabel. Ich habe das Video gesehen, ey. Du hast auch nichts gesehen. Ja. Das hat sich angehört, als ob du eine Glasflasche auf den Boden schmetterst. War los? So innen drin, so klack, klack, klack. Man hat auch nichts gesehen. Ich habe das ja zufällig in der Story gefilmt. Und dann, ich Idiot, was mache ich? Ich habe nur Trizeps trainiert, halbe Stunde lang. Wenn die Schulter fixiert ist, merkst du nichts. Ja. Und dann komme ich zu Hause an, ich konnte meinen Arm nicht höher als hier heben. Aber du hast direkt gemerkt, dass es verletzt ist. Ich dachte erstmal so Überdehnung, Zerrung, irgendwas. Nichts Schlimmes dachte ich. Ja. Und dann war es so schlimm, ich gehe nie ins Krankenhaus, nie. Und dann war es so schlimm und wir hatten Samstag oder Sonntag, ich so, ey, ich muss ins Krankenhaus, geht nicht. Aber was ich sagen kann, auf jeden Fall, dass du jetzt wieder trainierst, denke ich, verschlimmert die Sache nicht. Und das ist auch psychisch wichtig. Ja. Auch für den Heilungsprozess ist die Psyche eine ganz wichtige Sache. Man muss aus so einem Loch rauskommen, weil bei mir ist das so, ich bin in ein extremes Loch gefallen die ersten ein, zwei Monate. Müsst ihr euch vorstellen, das, was man jeden Tag macht und nicht mehr die Möglichkeit hat dazu, das zu machen, was man eigentlich liebt, ist ein ganz komisches, ekelhaftes Gefühl. Vor allem, ich habe mich ja auch vorbereitet, ne, für nächstes Jahr, Wettkämpfe. Und ich war richtig gut im Saft, also optisch brutal. Das war meine beste Off-Season-Form. Ich wog 113, unter 10%, also 10-11% Körperfett. Kann doch nicht sein. Wir sind hier seit 10 Minuten gefühlt auf der Suche nach einem Griff. Ist frei? Ja, ja. Ja, wunderbar. Einer reicht. Da ist das gute Ding. 10 Minuten gesucht. Gold wird in Berlin. Eine Sache, die ich gleich sagen kann, die ihr auf jeden Fall mitnehmen könnt und müsst. Wir haben gerade ein bisschen darüber geredet, wie man sich so fühlt nach so einer Verletzung. Dass er jetzt schon weiter trainiert und allein, selbst wenn du nur deine Trainingstasche packst und ins Fitnessstudio gehst, dass du irgendwas für deinen Körper machst, ist sehr wichtig für die Psyche. Wenn euch irgendwas passiert, egal ob bei Fitness oder sonst wo, gebt nicht auf, versucht Stück für Stück wieder daran zu kommen, dran zu bleiben. Ist geil einzeln, ne? Ja. Ist aber schwer. Hast du mal was kaputt gemacht im Studio? Ja, tatsächlich die erste Übung, die wir gemacht haben. Ganze Kugellager und alles auseinandergeflogen. Da habe ich auch vollen Turm benutzt, am Ballern gewesen und dann. Bei dir? Ja, bei mir eine Stange zerbrochen. Ich hab, ich mach Kniebeugen mit so einer Bank hinter mir, diese, wo du dich kurz hinsetzt. Ich hab halt voll auf, keine Ahnung, 200 Kilo, 20 Wiederholungen oder so gemacht. Kam ich nicht mehr hoch und ich wusste nicht, wohin mit der Stange. Ich hab die so nach hinten geschmissen. Die Stange auf die Bank, komplett erstmal so verbogen. Dann war da so ein Riss drin. Jetzt verstehe ich auch, der hat mir gerade gesagt, dass der in vielen Studios Hausverbot hat. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, ja. Es gibt in Berlin noch zwei, drei Studios, wo ich rein darf. Das war hier ein bisschen unvorteilhaft. Das ist kein richtiges Seil, sondern eher so eine, wie nennt man das? So ein Gummiband. Und der dreht sich schnell rein. Deswegen haben wir jetzt gedacht, machen wir dieselbe Übung hier auf Knien. Da kann man noch ein bisschen besser reinziehen. Die Art und Weise, wie wir heute trainieren auf dem Kanal, ist auch ein bisschen Bodybuilding-spezifischer. Mehr auf Pump, mehr auf Muskelgefühl. Gab es jetzt in den ersten Videos nicht, aber hier könnt ihr euch, die Leute, die sich interessieren für Bodybuilding, hier könnt ihr euch ein bisschen was abgucken. Geil, Alter. Keine Schmerzen. Weiter, weiter, weiter. Noch ein. Boom. Stark. Boom.
Stark. Jawohl. Sauber, weiter, komm. Weiter. Schön. Jetzt macht der Cardio. Der spielt nicht nur das Gerät durch, der macht noch Cardio damit. Mit Fullstack. Geil. Ja, manchmal muss man auch mit Gewicht Cardio machen. Man sieht hier gut bei William, typisch Bodybuilding-Ausführung. Geht in die Dehnung rein, kontrahiert sehr. Also bis zur maximalen Kontraktion. Gefällt mir, so habe ich früher immer trainiert. Das sind doch Fake-Gewichte, Alter. Ja, das sind auf jeden Fall keine 85 Kilo. Das sind 8,5 Kilo. Wird langsam schwer. Der macht dieses Dingens draus. Rudergerät für ein Cardio. Training zieht ein bisschen. Ich bin schon seit 4 Stunden ungefähr am Trainieren, hab noch nichts gegessen. Deswegen immer im Training nehme ich aber sowieso eher AS 40 Gramm. Das habt ihr einfach für Muskelschutz. Gerade Leute, die viel trainieren oder Diät machen, könnt ihr gerne als Muskelschutz benutzen. Wenn ihr von NP Sachen bestellt, Code Johnny, Code William, könnt ihr immer die besten Rabatte geben. Damit ihr auch was seht, und schon so im Dunkeln, dass wir trainieren, bringen wir die Handeln jetzt rüber. Kommen wir jetzt zur letzten Übung. Haben Rücken gemacht, 4 Übungen. Wenn ich mich nicht irre, waren es 4? Überziehe, Rudern. Doch, 4 Stück, gell? Ja. Von oben, Rudern. Und 2 Stück für Bizeps. Erste war ja Köln, habt ihr gesehen. Rechte Seite muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Und jetzt machen wir die zweite am Kabelzug. Berliner High-Five-Gewichte. Hier irgendwas stimmt hier nicht, Alter. Die sind hier ein bisschen komisch. Da steht irgendwas. Zwar 85 Kilo, aber das sind schon wie 8,5. Eigentlich haben wir heute Cardio-Training gemacht. Jetzt haben wieder 20 Wiederholungen. Kannst voll machen und kannst noch hier noch eine 10er-Scheibe zwischenstecken. Warte mal, Johnny. Ich habe eine Idee für dich. Gleich gibt's wieder Hausverbot im nächsten Gym. Weißt du, das funktioniert? Nein, ne? Warte, ich muss ein bisschen ziehen. Ja, jetzt. So, was nicht passt, wird passend gemacht. Ich hab eine Idee. Bisschen Zusatzgewicht noch. Kannst du noch? Ja, ne? Yeah. Alte McFit-Taktik. Haben wir früher so gemacht damals. Jetzt fühlt sich ein bisschen wie Training an. Komm. Jetzt brennt. Komm. Weiter. Noch. Noch. Komm. Noch. Weiter. Schwer und falsch. Weiter. Ausrasten, Kurve. So, fertig, würde ich sagen. Sonst wären wir noch zu breit. Ich bin platt. Sonst wären wir noch zu breit. Das ist nicht gut. 5 Stunden jetzt trainiert, um was zu essen. Training fertig. Das war's auch mit dem Video. Heute ein bisschen Bodybuilding-lastiger. Bisschen gequatscht, ein bisschen Bodybuilding-Talk. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Hat Bock gemacht. Auch. Ich hoffe, beziehungsweise werden wir bestimmt auch sehr viele Videos machen. Auf jeden Fall. Ich fahre auch mal rüber nach NRW. Du bist herzlich eingeladen. Und dann zeige ich dir mal ein richtiges Hardcore-Studio. Werden wir machen. Freue ich mich schon drauf. Alle, die mich oder William unterstützen wollen, ihr könnt auf der Seite von Powerstage auf alle Produkte von NP und Krausehof immer die besten Prozente bekommen mit dem Code Johnny oder dem Code William. Abonniert William auch sehr gerne auf Instagram. Verfolgt uns. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.